Ja, allen einen schönen guten Morgen und ich begrüße euch wieder zu einem weiteren FX Weekly Morning Briefing für den heutigen Montag, den 30. September 2013, den letzten Handelstag im September. Und ja, was haben wir heute im Visier? Wir haben heute drei Währungspaare im Visier, den British Pound US-Dollar, den Euro gegen den Canadian Dollar und den US-Dollar gegen den Japan-Yen. Und beginnen wollen wir jetzt hier direkt mit dem Great British Pound US-Dollar. Wir befinden uns hier, wie wir sehen, im Daily Chart seit dem 9. Juli unten, seit dem Retest des Lows hier vom 12. März in einem ganz, ganz intakten Aufwärtstrend. Sind hier massiv schon überverkauft eigentlich, haben hier bereits das erste Mal das Level von der 1,6180 getestet, eine kleine Korrektur gehabt und laufen jetzt gerade wieder dieses Level hier oben von der 1,6180 an. Wenn wir das Level rausnehmen, haben wir als nächstes Target hier oben die 1,6305. Ja, und dieses Level hier, die 1,6180, ist genau das Level, um das es sich heute dreht. Schauen wir uns das direkt in einer kleineren Timeframe an. Erstmal ganz kurz den 4-Stunden-Chart. Wir sehen, wir haben jetzt hier ein bisschen korrigiert und laufen jetzt wieder hoch an das Level. Das könnte für heute ein sehr, sehr interessantes Level werden. Spätestens jedoch morgen schauen wir uns das jetzt hier im Stundenchart noch an. Und zwar, wir sind jetzt hier über ein relativ interessantes Level. Es ist nun nachhaltig nach oben wegmarschiert, die 61,65 hier. Und da haben wir hier am Freitag einen sehr, sehr schönen Up-Move bekommen. Und jetzt mit dem Opening haben wir hier sogar punktgenau das Level von der 1,6180 hier oben getestet. Und das wird spannend für den heutigen Handelstag, ob wir das Level rausnehmen können oder nicht. Ja, und genau dieses Level dreht es hier, die 1,6180. Jetzt, wo wir das hier getestet haben mit dem Opening der Forex-Session, könnte ich mir einen kleinen Rücklauf vorstellen, aber dann vielleicht auch später im Laufe des Handelstages eine weitere Attacke von der 1,6180. Und das könnte sehr, sehr interessant werden für einen Long-Play als auch für einen Short-Play. Mal gucken, was wir hier an dem Level machen, ob wir jetzt hier dementsprechend halten oder ob wir eine Umkehrformation bilden. Momentan kann man das noch nicht so genau erkennen. Wie gesagt, hier an dem Level darauf achten, ob wir hier oben an dem Level heute im Laufe des Handelstages eine Umkehrformation machen, also dass ich hier einen Short-Move andeuten würde gegen das Level, oder schauen, ob es hier eventuell nach einem Breakout riecht. Und ja, und wenn, dann kann man diesen Breakout wunderbar traden und dann haben wir wirklich Platz nach oben. Ja, so viel zum British Pound US-Dollar. Kommen wir jetzt zum Euro gegen den Canadian Dollar. Euro-Canadian-Dollar, sehr, sehr interessant nach wie vor. Wie wir hier im Daily-Chart sehen, könnten wir eine SKS kriegen. Ich habe es bereits eingezeichnet. Hier die linke Schulter, hier den Kopf und hier die rechte Schulter. Die rechte Schulter haben wir zwar tendenziell hier am 27. September angespiked, diese Highs, aber so konnten die nicht rausnehmen. Und das wird das spannende Level jetzt hier auch für heute. Da schauen wir uns aber auf einer kleineren Timeframe an. Wir werfen erst kurz einen Blick hier in den 4-Stunden-Chart. Hier sehen wir das hier, punktgenau ist hier die rechte Schulter. Die haben wir hier getestet, aber wirklich nur mit einem Spike. Ja, und ja, von dementsprechend mit einem Gravestone-Doji haben wir die hier getestet. Und das sieht jetzt nach einem weiteren Short-Move aus, hier im 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns das genaue Setup jetzt hier im Stunden-Chart an. Ich hatte es bereits erwähnt, hier oben haben wir diese Highs von der rechten Schulter. Wir haben das mal hier eingezeichnet. So. Hier haben wir die Highs von der rechten Schulter bekommen am 22. September. Wir haben das jetzt versucht hier rauszunehmen. Am Freitag haben wir aber nicht geschafft. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Abruf bekommen. Hier von dem interessanten Level, was wir gleich im 15-Minuten-Chart sehen, haben wir einen sehr, sehr interessanten Abruf am 27. bekommen und den direkten Abverkauf. Und auch jetzt mit dem Downgap geht dieser Abverkauf weiter. Und wir haben hier mit dem Downgap und mit diesem Downgap ziemlich genau auf einem wichtigen Level gehalten, was wir im 15-Minuten-Chart letzte Woche Mittwoch im Intraday in unserem Live-Trading getradet haben jetzt gegen das Level auch einen V-Top bekommen. Das ist schon ein erstes Anzeichen dafür, dass wir gegen dieses Level hier die 1,3965 hier
dass wir hier gegen schwach wären, dass wir von hier aus einen weiteren Short-Move sehen könnten. Für mich ist die Schulter per se noch nicht rausgenommen. Wir haben das ja bereits im 4-Stunden-Chart, im Daily-Chart gesehen. Wir haben hier nur kurz drüber gespiked, also dementsprechend könnte das durchaus noch eine rechte Schulter werden von einer möglichen SKS im Daily-Chart. Und jetzt schauen wir uns das Setup hier im 15-Minuten-Chart an. Wir gehen jetzt hier in den 15-Minuten-Chart. Wir haben hier dieses Level. Ich ziehe mal ganz kurz zurück. Hier das Level haben wir hier am Mittwoch, am 25. live getradet, hier bei dem Retest, wo ich jetzt gerade hinklicke. Hier haben wir so eine leicht entartete inverse SKS, wie wir hier auch sehen. Hier den Kopf, hier die rechte Schulter, hier haben wir den Breakout. Da habe ich aber erstmal den Retest abgewartet hier, den haben wir dann hier long getradet. Haben hier wieder in der sowohl am 26. als auch hier am 27. hier auf dem Level gehalten, auf dieser Nackenlinie quasi, der 1.39.01 hier. Haben einen Up-Move gemacht, haben dann hier diesen V-Top gemacht. Das V-Top sieht man auch ganz gut im 15-Minuten-Chart. Haben jetzt hier mit Opening der Forex-Märkte ein sehr massives Down-Gap gesehen, was aber ziemlich genau hier auf dem Level von 1.39.01 hier gehalten hat. Ein Up-Move. Und jetzt momentan laufen wir innerhalb dieser Kerze momentan seitwärts. Deswegen wird das hier sehr, sehr spannend. Wenn wir dieses Level hier, die 1.39.01, nach unten verlassen, haben wir definitiv Platz auf der Short-Seite. Dann wird das ein sehr, sehr interessanter Short-Trade. Sollten wir allerdings ein neues hier oben, die 1.39.65,5 ankratzen, dann gehe ich davon aus, dass wir das Level nachhaltig rausnehmen und dann auch hier die Highs vom 27. rausnehmen, obwohl das für mich gerade nach einem ganz klaren Short riecht, aber das müssen wir heute im Laufe des Handelstags abwarten. So, kommen wir jetzt zum nächsten Währungspaar, auch das letzte Währungspaar für das Morning Briefing. Wir haben ja heute nur leider Montag, und zwar den US-Dollar gegen den Japan-Yen. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich halte hier eine Zeit lang die Finger raus, aber das ist jetzt gerade eine ganz, ganz interessante Situation. Wir sehen das bereits jetzt hier im Tageschart, dass wir bereits ein symmetrisches Dreieck hier gelaufen sind. Das erste hier und hier das zweite symmetrische Dreieck, was eigentlich ein bisschen besser ist. Und ja, momentan haben wir jetzt hier auch einen Downgap bekommen, aus diesem symmetrischen Dreieck auf der Short-Seite raus. Diese Aufwärtstrendlinie war sehr, sehr gut definiert in diesem symmetrischen Dreieck und haben jetzt hier einen Downgap drunter bekommen. Und das wird jetzt der Play für heute. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt auf einer kleineren Timeframe an. Gehen wir jetzt hier erstmal ganz kurz in den Stundenchart. Punkt des Ganzen ist, kommen wir wieder hier über die Opening-Kurse nach diesem Down-Gap, sollten wir hier drüber laufen. Dann erwarte ich einen Gap-Close hier und ein weiteres Fortsetzen dieses symmetrischen Dreiecks. Sprich, dann kann man hier beim Breakout über die Opening-Kurse hier, wo wir jetzt gerade sind, die 97,96, roundabout ist das, 97,96, sich long positionieren Richtung Gap Closed und dann eventuell weiterlaufen lassen, vielleicht einen Stop auf Break Even ziehen und weiterlaufen lassen. Sollten wir aber hier diese Lows rausnehmen bei 97,65,5 hier um dieses Level rum, dann könnten wir uns hier weiter short positionieren, weil dann hatte ich noch weitere fallende Kurse, da haben wir auch ein bisschen Platz auf der Short-Seite. Das können wir uns auch ganz kurz im Daily-Chart nochmal angucken, sollte das passieren. Haben wir wirklich definitiv Platz erstmal runter hier in Richtung jene Lows hier. Hier habe ich jetzt ganz vergessen einzuzeichnen. Die zeichne ich jetzt mal ein, Pi mal Daumen hier. Dann haben wir definitiv Platz runter hier in Richtung jenes Level, die 96,90 hier. Wir sehen, dass wir haben hier bereits, hier haben wir schon im Up-Move schon fast rangelaufen. Da sind wir hier rangelaufen an das Level. Hier an das Level rangelaufen. Hier an das Level rangelaufen. Hier und hier. Und wenn wir hier unter diese Lows dann durchgehen, und jetzt nach den Eröffnungskursen, dann haben wir wirklich Platz runter in Richtung 96,90 hier. Eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer hier in Richtung 0,9580 eventuell. Das müssen wir einfach mal abwarten. Wir schauen uns das mal ganz kurz im 15-Minuten-Chart an, wie sich das Ganze gegenwärtig verhält. Ich zeichne jetzt mal ganz kurz hier zwei wichtige Level ein für den heutigen Handelstag. Wir haben einmal hier die Opening-Kurse. Wenn die fallen, dann erwarte ich einen weiteren Up-Move.
Und wir haben hier unten die Lows, die machen wir jetzt direkt in grün. So, das machen wir jetzt auch gerade live hier. Das habe ich ganz vergessen einzuzeichnen. Und wenn wir hier drunter gehen, dann haben wir Platz auf der Short-Seite. Das könnte hier sehr, sehr interessant werden. Das würde ich dementsprechend im Auge halten. Also wie gesagt, ein Breakout hier über diese Opening-Kurse nach dem Down-Gap könnten Gap-Close nach sich ziehen und eventuell weiter steigende Kurse und fallen hier unter die Lows. Würde weitere Short-Moves nach sich ziehen. Das finde ich hier sehr, sehr spannend. Also dementsprechend US-Dollar Japan hier im Visier haben. Ja, das war es eigentlich auch schon noch vom heutigen FX Weekly Morning Briefing für den heutigen Montag. Und ich wünsche euch somit einen erfolgreichen Start in die Handelswoche. Und ja, wir hören uns dann wieder am Dienstag, dem 1. Oktober, zum neuen FX Weekly Morning Briefing. Ciao, ciao, euer Sascha.